Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich für dich das Unboxing von der Limited Edition der Glossy Box Grazia. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen reinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Im August wird mir immer ganz schwindelig, weil da haut die Glossy Box immer einen raus. Ich sag's euch, ist ja auch Geburtstagsmonat, ne? Kommt ja auch bald die Limited Edition zu der Geburtstags-Glossy Box raus und so. Und ja, das ist die Grazia Limited Edition, die habe ich mir aber selber bestellt. Ich habe trotzdem Code, weil ich ja mit Glossy Box ja auch verwandelt bin. Also wir haben quasi eine Kooperation, aber ich kriege nicht jede Box zugeschickt. Also die habe ich mir selber gekauft. Mit Claudia Limited kannst du nämlich 5 Euro auf diese Box sparen, falls du halt selber noch kein Abo hast. Dann zahlst du halt anstatt von 45 Euro 40 Euro. Als Abonnent zahlst du so oder so 35 Tacken dafür. Soll ein hoher Warenwert drin sein. Letztes Jahr war die ordentlich schnell ausverkauft und ich bin sehr gespannt, was wir jetzt hier drin haben werden. Und habe ich das schon gesagt? Wenn du Bock drauf hast, mit mir reinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ich habe jetzt schon Schwangerschaftsdemenz, ich das ist ganz verrückt. Ich habe hier ein Getränk, ich trinke mir besser einen Schluck, denn sonst falle ich um. Ich habe da hinten so ein Thermostat und das hat eben irgendwas mit 47 Grad und das war ein Reim angezeigt und das hat mich echt verwirrt, ne? Obwohl draußen 23 Grad sind, geht eigentlich vollkommen klar. Falls ihr euch freut, mich zu sehen, lasst mir doch gerne einen Daumen nach oben da, finde ich total cool. Nice, Icke Pice, wäre natürlich auch ein Abo, falls du mich noch gar nicht kennst. Und ja, ich halte es einfach die ganze Zeit hier hoch und laber weiter. Nein, falls du dich fragst, was ich auf meinen Augen trage oder hier so base-technisch am Start habe, die neue Rival de Loop Limited Edition ist irgendwie rausgekommen. Ich war heute rein zufällig im Rossmann, habe die gesehen, habe die eingepackt, habe mich jetzt gerade damit geschminkt, beziehungsweise habe ein Reel dazu abgedreht auf Instagram. Ich weiß, crazy Geschichte, aber es ist ein Trend und ich mache ihn mit. Und falls du Bock hast, mir auf Insta zu folgen, da heiße ich AIDYP, ich glaube da rückwärts und ein P dahinter. Ich würde mich freuen, wenn du mich da bei meinem Wahnsinn begleiten würdest, denn ja, ich mache halt so auf YouTube und auf Instagram Content. Bei Instagram ist es halt alles eher so ein bisschen privater, sage ich mal. Da kommen einfach so diese schnelleren Einblicke. Ich habe das Handy eh ständig in der Hand und wenn ich dann mal so denke, so ach Mensch, das machst du mal irgendwie und dann, ne, ich kann nicht immer schnipsen, aber jetzt konnte ich es gerade. und dann mache ich mal eben kurz einen kleinen, ja, Story-Sequenzen, Gedönsen oder sonst irgendwas. Dann ist es bei Instagram, ne? Und hier sind wir dann so bei den klassischen Videos, Unboxings, Hauls, Reviews, Aufgebraucht-Videos, Schmink-Videos, dies, das, Ananas, ihr wisst Bescheid, ne? Also, ja. Kommt gerne mit in die Gang mit rein. Ich würde mich mega freuen. Und jetzt habe ich aber hier die Grazia-Box. So, die Barbie habe ich mir auch bestellt. Bin gespannt, wie die so sein wird. Aber ja, Grazia habe ich, wie gesagt, bestellt. Ja, die hatte ganz schön lange Lieferzeit, glaube ich, ne? Waren 10 Tage, das ist krass. Ja, Grazia. Letztes Jahr war die schnell ausverkauft. Dieses Jahr bin ich einfach gespannt, was drin ist. Und wir gucken einfach mal rein. Oh, es riecht hier eigentlich irgendwie frisch. Also ich hoffe, dass da nicht irgendwie was Zitrisches drin ist. Das ist nicht ganz so meine Welt. Jo, so schaut das Moped aus. Grazia Limited Edition. Unsere Glossy Box X Grazia Limited Edition krönt eine unvergessliche Zeit voller Beauty-Freuden dank einer handverlesenen Kosmetik sowie Pflegeauswahl. Die perfekte sommerliche Überraschung für jeden Beauty- und Lifestyle-Fan. Und wenn du den Code scannst und auf der Homepage bist, dann kannst du auch noch die Produkte nachvollziehen. Da werde ich euch dann die Produktpreise entsprechend einblenden. Jo, wir schauen mal rein. Achso, lippenstifttechnisch bin ich gerade so ein bisschen auch dabei, mich bei meiner Sammlung durchzuprobieren, welcher bleiben darf und welcher nicht. Das ist jetzt mal so ein sackenteures Ding von Estee Lauder. Habe ich mir mal irgendwann vor 2 Jahren oder vor einem Jahr so eine mega teure Surprise-Geschichte auch gegönnt mal, also gekauft. Oh, apropos mega teure Surprise-Geschichte. Das sieht hier auch ganz schön mega teuer drin aus, Leute. Ja, lass uns mal reintauchen, oder? Als erstes habe ich hier die They Are Real Magnet Mascara von Benefit. Ich meine, dass ich die schon mal aufgebraucht habe oder ich habe sie verbummelt. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist das so eine Mini-Größe davon. Und die soll ja so sein im Prinzip wie die They Are Real Mascara, nur dass da irgendwas Magnetisches auch mit am Start ist. Ja, kommt auf jeden Fall ins Full-Face Beauty Boxen. Das wird im August aber ziemlich gut bestückt sein, ne? Durch die ganzen Boxen, die so bei mir eingetrudelt sind. Wir haben Gummibürstchen, ein Oschi-Gummibürstchen. Ich finde die total super. Also die habe ich auch echt positiv in Erinnerung. Wobei ich meine, dass die They Are Real Mascara, also die klassische, sogar bei mir besser performt hat. Ja, weil die halt irgendwie
also diese Magnet, ne, die hat halt irgendwas mit in diesem, nennen wir es mal Schaft, ja, Applikatorschaft und irgendwas Magnetisches halt. Und wenn man sich halt die Wimpern einmal tuscht, dann ist easy peasy Sonnenschein. Und wenn du das zweite Mal drüber gehst, werden diese magnetischen irgendwas Viecher, ich glaube Ionen, aktiviert. Frag mich nicht. Ich bin gelernte Industriekauffrau und keine Kosmetikerin oder Chemikerin. Chemie habe ich sehr früh abgewählt. Keine Ahnung. Physik ebenfalls. Rotes Tuch für mich. Ja, auf jeden Fall soll das ein krasses Teil sein. Haben wir 4,5 Gramm drin. Das wird eine Travel Size sein. Und sowas ist echt teuer, ne? Also ich bin auch gespannt auf den Benefit-Adventskalender von diesem Jahr. Ja, ich weiß noch, letztens hat eine Followerin tatsächlich mir noch einen Kommentar darunter geschrieben und meinte so, ganz schön viele Mascaren, irgendwie 3 Mascaren bei 12 Kläppchen, ne? Und wäre cooler gewesen, mehr Blushes drin zu haben. Die gab es halt letztes Jahr noch nicht so in dem Umfang wie jetzt dieses Jahr. Ich glaube, sie dachte, dass es der Adventskalender von diesem Jahr wäre. Aber nö, der ist noch gar nicht draußen. Und da bin ich wirklich gespannt drauf, ne, ob die auch wirklich die neuen Produkte damit reinziehen werden. Keine Ahnung. Ich höre Geräusche, Leute. Manchmal ist es echt komisch hier. Den hier habe ich aktuell bei mir in der Handtasche drin von bei Terry, den Baume de Rose heißt der, glaube ich, ne? Ja, ich weiß gar nicht, 2,3 Gramm, auch das dürfte, ich glaube, eine Travel Size sein, oder? Irre ich mich, weiß ich nicht. Ist auf jeden Fall ein Lippenbalsam, den ich sehr, sehr gut finde. Ich mag diesen Rosenduft von bei Terry halt auch einfach tierisch gerne, ne? Deswegen für mich ein sehr, sehr cooles Produkt und freue ich mich mega drüber, dass wir den hier auch in der Box drin haben. Schönes Produkt. Macht schon Pflege, macht auch einen leichten Glow. Ich trage den halt auch einfach gerne so als, ja, als Lippenbalsam wirklich, ne? Also natürlich hat es auch einen Gloss-Effekt, was ich einfach total gerne mag. Dieses Gloss-Effekt plus Pflege, voll mein Ding im Alltag. Natürlich sowas auch sehr gerne. Kannst du halt nicht immer so gut mit einer Maske oder sowas kombinieren, aber ich liebe Lippenfarben, ne? Ist mega cool. Aber ja, aufregend. Schön. Und dann haben wir noch hier Jean Darcel Blusher Powder. Ich glaube, das war auch ein angeteasertes Produkt, ne? 10,5 Gramm sind hier drin. Ich habe hier die Farbe 0821Z. Keine Ahnung, steht hier oben drauf. Und das ist, ja, der samtige Blusher Powder überzeugt mit hoher Farbbrillanz sowie Haftbarkeit und betont sanft die Gesichtskonturen. Leute, Full Face Beauty Boxen, ihr wisst Bescheid, ne? Ja. Da kommen noch mehr Boxen dieses Mal sogar noch. Weil echt im August, so kurz vor den Adventskalendern, hauen die nochmal alle raus, ne? Colourpop hat noch eine Mystery Box rausgehauen. Was hatte ich denn noch gesehen? Purish, klar. Gilt auch immer noch Claudies Welt 15 für 20% Rabatt, ne? Auf die Boxen. Dann habe ich gesehen, bei Beauty Bay oder Beauty Bay an sich hat auch wieder Surprise Boxen rausgehauen. Echt krass, ja. Und die stelle ich mir dann natürlich auch, um euch die zu zeigen, ne? Auf Instagram, da nehme ich euch immer mit und da kann ich euch das auch ein bisschen schneller posten als halt hier. Und ja, da bin ich halt etwas schneller. So, hier haben wir ja wirklich einen Schimmer auch mit drin. Der sieht jetzt hier recht dunkel aus, aber ich glaube, der ist nicht so dunkel, Leute. Ich glaube, das wirkt wirklich nur so. Ich glaube, auf, ja, ne? Weil wenn ich den so auf dem Finger habe, sieht er schon wieder sehr, sehr schön aus. Ich habe jetzt hier diesen von der Rival de Loupe LE und der ist halt sehr glänzend, sehr offensichtlich ist der sehr glänzend und fast schon holographisch, ne? Und der hier ist auch glänzend, aber anders glänzend und das finde ich irgendwie cool. Da siehst du gerade überhaupt nichts von, machen wir nochmal. Der scheint dann auch wirklich sehr sanft zu sein, ne? Jo, sieht man sehr sanft, wirklich sehr, sehr sanft. Ich habe jetzt hier leider kein, ne, Rüchel so am Arm ab. Kein Tuch, die habe ich eben alle schon runtergebracht, als ich mich geschminkt habe. Ist ja immer ordentlich, ne? Weil dann ist Schatzi nach Hause gekommen, hat mir ein Eis mitgebracht und dann haben wir erstmal eine Runde gequatscht, weil heute hatte der seinen Bürotag. So, ja, schön. Mensch, ohne Witz, wir haben Blush schon drin, wir haben schon Lippenpflege oder Lippenglossgedönsen dabei, wir haben schon eine Mascara dabei und jetzt gehen wir weiter. Da habe ich von Sensai Absolute Silk Micro Mousse Treatment, 30 Milliliter. Hallöchen. Also Sensai ist super hochpreisig. 155 Euro Warenwert haben wir ja schon am Anfang genannt bekommen. Dementsprechend ist halt irgendwie klar, dass wir hier auch echt heftig teure Marken drin haben werden. Krass. Okay, so, gucken wir mal. Sensai ist einfach so hart, ne? Das ist so, also so hart im Sinne von so hart teuer immer. A first step anti-aging lotion in a micro mousse infuses the power of
Koishimaru Silk. Also mit einer Koishimaru Seide sollst du quasi gegen den Alterungsprozess wirken. Targeting Skin Aging Concerns for Flawlessly Silky Skin. Also für eine ebenmäßige, seidige Haut ist dann diese Lotion. Und da darfst du nicht über Kopf halten. Das steht hier ganz viel drauf. Hier ist es abgebildet, auf dem Ding ist es abgebildet. Okay, 30 Milliliter sind hier drin. Und dann kommt hier wirklich so ein Mousse raus, also quasi so ein Schaum, denke ich mal. Und das gibst du dann auf dein Gesicht. Allein das ist ja schon, wenn ich mir das so überlege, ne? Allein das ist schon mal von seiner Applikation her so ein Spa-Moment, Luxus-Feeling, keine Ahnung. Finde ich cool. Kann man machen, ne? Und ich weiß jetzt nicht... Ich würde das dann wahrscheinlich als Serumersatz verwenden, weil nur eine Lotion reicht meinem Gesicht nicht. Ich habe eine sehr trockene Haut, ne? Und dann, ja, als Serumersatz würde ich das verwenden. Leute, die halt eine normale oder eine ölige Haut haben, können das halt safe als normale Creme verwenden und brauchen da nicht nochmal was drüber geben. Aber das finde ich sehr interessant. Da muss ich mich auch nochmal mit den Inhaltsstoffen beschäftigen. Aber allein, dass man diesen Luxuseffekt mit dabei hat, ne, finde ich ja schon wieder sexy. Mag ich gerne leiden. Ne? So. Dann habe ich hier was mit High SPF drin. Skin Visibles. Das ist groß. Dry Touch Body UV Defense Protection Solar. Mhm. Nicht pickelverursachend, also nicht komedogen. Für sensible Haut. Wasserresistent. Okay. Ohne Mikroplastik 150 ml. Das ist doch schon mal nett, ne? Also als Lichtschutzfaktor nehme ich normalerweise für den Körper tatsächlich 30, aber ich halte mich jetzt auch gar nicht mehr so viel draußen auf, Leute, muss ich ehrlich sagen, weil ich ja versuche, wie soll ich das sagen? Ich bin ja aktuell in einer Phase meines Lebens, wo ich habe ja vor 5 Monaten, das ist ja ungefähr schon gewesen, mit dem Rauchen aufgehört, als ich erfahren habe, dass ich schwanger bin, ne? Und seitdem versuche ich halt so ein bisschen meine Gewohnheiten in dem Sinne zu beeinflussen, dass ich gar keinen Verlangen mehr danach bekomme. Und für mich war halt immer so auf der Terrasse chillen, im Garten sein und so, war halt echt auch viel damit verbunden. Und deswegen versuche ich aktuell diese Situation natürlich zu umgehen. Das wird sich wieder ändern, aber es ist aktuell halt so. Weswegen ich mich dieses Jahr im Sommer halt gar nicht so viel draußen aufhalte, um halt so ein bisschen gegen meinen inneren Chaos-Teufel anzukämpfen. Auf jeden Fall habe ich hier einen Lichtschutzfaktor für den Körper. Ja, das ist dann wahrscheinlich auch eher was für mich dann für nächstes Jahr. Aber jo, finde ich auf jeden Fall sehr, 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 sehr nice. Vor allem, wenn das ja auch Skin Visibles... Nein, Quatsch. Oder meinen die mit Skin Visibles, dass es quasi invisible auf der Skin ist? Also quasi, dass du das nicht siehst? Bin ich jetzt wirklich sehr, sehr gespannt drauf, ob man das sieht oder nicht, ne? Sonnenschutz immer 15 bis 30 Minuten vor der Sonnenexposition großzügig auftragen. Klar, ist logisch, ne? Und intensive Mittagssonne sowieso meiden. Aber es ist passend auf jeden Fall, dass man das in diesem krassen Hochsommer, den wir ja dieses Jahr durchleben, mit drin hat. Finde ich gut. So, dann habe ich hier noch was drin von NYX, das Real Prodigieuse. Richtig cool. Multipurpose Dry Oil Face Body Hair. Da sind 10 ml drin. Das kannst du für Gesicht, Körper und Haare verwenden. Bei den Haaren würde ich euch bei dem hier empfehlen, das wirklich nur so ab Ohrläppchen reinzuarbeiten halt, ne? Und auch sehr dezent machen. Ansonsten kann das halt schnell fettig aussehen. Ich habe aktuell sehr trockene Haare, deswegen kann ich mir das gut vorstellen, dass ich mir das einfach mal so an dem Tag, wo ich weiß, dass ich definitiv abends Haare waschen werde, mir das dann über Tag in die Haare gebe. Ne? Weil meine Haare sind sehr, sehr trocken und dann würde es mir wahrscheinlich auch einfach mal ein Stück weit gut tun. Ansonsten als Körperöl definitiv. Und das NYX Real Prodigieuse ist halt auch so eine coole Geschichte, weil es halt ein Trockenöl ist, wie da draufsteht. Das heißt, das zieht recht schnell ein und es hat nicht diesen super nachfettenden, flutschigen Effekt auf der Haut. Und das finde ich sehr, sehr angenehm. Also deswegen schätze ich das Produkt sehr und freue mich, das jetzt mal wieder im Backup hier zu haben. Und ich glaube, das hier ist dann das letzte Produkt. Und zwar habe ich hier etwas ganz Aufregendes drin. Da bin ich ja mal gespannt drauf. Von Six haben wir öfters auch mal in diesen Limited Edition Box sowohl, also die klassischen Limited Editions von der Glossy Box, als auch die Glossy Box Girls Variante, ne? Da haben wir immer mal wieder ein bisschen Schmuck von Six drin. Finde ich eigentlich ganz cool. Ist halt Modeschmuck, aber, ne? Und das hier ist ein Teil. Ich weiß nicht, ob mir sowas steht. Das muss ich dann auch mal ausprobieren. Das machst du dir auf eine Seite
Und dann kannst du das so am Ohr entlang legen. Ich finde sowas wunderschön bei manchen Frauen, wenn die das so tragen. Ne? Oh, richtig, richtig hübsch, finde ich großartig. Meine Ohren sind halt echt nicht winzig klein. Also bei so Ohren wie meinen, weiß ich nicht, ob das halt aussieht. Ne? Weil allein, wenn ich mir das hier so angucke, das ist ja so ein ganz kleines Öhrchen, was hier auch so abgebildet ist. Das ist ja vielleicht ein Drittel von, oder die Hälfte, klein von meinem Ohr. Das heißt, ich weiß nicht, ob das aussieht oder ob das untergeht. Ich muss es mal ausprobieren. Ich finde es per se total schön. Und ich kann mir das sogar echt gut vorstellen, dass ich mir das dann hier so dran mache, wo ich mein, also ich habe ja asymmetrisch, ne? Hier habe ich nur ein Ohrringloch und hier habe ich zwei. Und dass ich mir das hier in mein zweites Loch mache, sodass es dann hier so hoch geht und dann so richtig schön betont ist. Das kann schön sein. Das kann wirklich schön sein. Finde ich cool. Finde ich auf jeden Fall besser als diese Earcuffs, weil diese Earcuffs halten bei mir halt echt nicht gut. Ja. Und das, obwohl ich so Elefantenohren habe. Egal. So, das war jetzt die Glossy Box in der Grazia Limited Edition, die mir wirklich gut gefallen hat. Also, ich habe dafür ja 35 Euro als Abonnentin bezahlt, ne? Und ich habe hier wirklich gute Produkte, sowohl im dekorativen Kosmetikbereich als auch in der Pflege. Und es sind hochwertige Produkte, die jetzt nicht schon 50 Mal irgendwie in der Glossy Box drin enthalten gewesen sind, wo irgendwer das Lager zusammengefegt hat und gesagt hat, so, das packen wir jetzt nochmal in eine LE und hauen das irgendwie nochmal überteuert raus. Nee, also ich fand's cool. Für mich ist immer Highlight die dekorative Kosmetik, also die Mascara, der Lippi und halt auch der Blusher. Das ist für mich halt so, ne, das Staple-Gedönsen. Aber ja, da haben wir aber zusätzlich halt auch noch drei Pflegeprodukte, die total cool sind und halt ein Schmuckprodukt mit dabei, was auch nicht selbstverständlich ist in der Beautybox. Schreibt mir gerne mal eure Meinung zu dieser Limited Edition unten in die Kommentare rein, da können wir uns gerne mal austauschen. Und ja, die ist halt noch verfügbar, ne? Gönnt euch auf jeden Fall hart mit Claudia Limited. Falls ihr kein Abo habt, ansonsten kriegt ihr die ja eh für 35 Tacken, ne? So, wenn dir mein Video gefallen hat, dann lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Unboxings der Boxen. Hier unten meinen neuesten Upload, auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!